Guten Morgen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Daily-Folge hier auf meinem Daily-Kanal. was liegt heute an? Erstmal muss ich meine Haare machen. Ich musste nämlich heute früh noch schnell die Haare waschen. Das ging irgendwie gar nicht. Ja, und dementsprechend sind sie noch nass. Es ist kalt draußen, aber es ist nicht so schlimm. Wie ihr seht, bin ich wieder im Laden. Wir zählen die Tage. Heute ist übrigens der 6. Dezember. Euch jetzt einen schönen Nikolaus zu wünschen, ist natürlich blöd, weil ihr seht das Video erst in 2 Wochen. Ja, aber nur damit ihr wieder so ein kleines zeitliches Gefühl habt, wo ihr hier gelandet seid. In welchen Tag. Ich habe meine Adventskalender heute mitgenommen, die packen wir auch gleich zusammen aus. Dazu machen wir es uns, denke ich mal, da hinten ein bisschen gemütlich. Das Fahrrad muss ich noch zur Seite räumen. Und ja, jetzt wollte ich kurz die Tage durchzählen, die wir noch hier im Laden verbringen. Das sind nämlich noch 1, 2, 3, 4 und 5 Tage, die wir hier noch drinnen offiziell arbeiten. Am Freitag gehen wir zum Gewerbeamt und melden mein Gewerbe um. Ja, ist eine Ummeldung, ist keine Abmeldung, ist eine Ummeldung. Es wird bloß das Kosmetikstudio rausgestrichen, ansonsten bleibt ja alles gleich. Und dann gehen wir schön essen, also ich freue mich auf Freitag. Aber heute ist ja erstmal Mittwoch. Was haben wir heute geplant? So Leute, wir haben ein bisschen zu arbeiten. Ich muss ein, zwei, drei Kunden bearbeiten, verabschieden. Ja, meine Adventskalender packen wir gleich aus. Ich muss nachher nochmal zur Post. Ich muss ein Paket abholen. Mein Adventskalender von der Christina liegt nämlich bei der Post. Es hat nämlich keiner geschafft, in unserem Wohnhaus mal wieder die Tür zu öffnen. Ich frage mich manchmal, wo alle sind. Aber naja, sie sollen ja die Pakete nicht annehmen, sie sollen einfach bloß die Tür öffnen, damit unten das Paket dann abgestellt werden kann. Naja, egal. Also fahre ich zur Post. Das ist bei uns 2 Haltestellen entfernt. Pech gehabt. Und dann auch noch in der anderen Richtung. PGH oder wie nennt man das? So, sehr schick. Noch schnell die Brille sauber machen. Ja, und dann fahren wir nachher noch im Park. Also wenn ich Feierabend habe, hier gegen 15 Uhr, fahren wir schnell in den kleinen Park hier am Zoo. Da nehme ich euch ja mit und dann muss ich eine Aufnahme für meinen Adventskalender machen, also der gerade auf meinem anderen YouTube-Kanal läuft oder gelaufen ist, je nachdem. Und da brauche ich nämlich Tragebilder von meiner Jacke. Ich weiß gar nicht, ob es so gut war, dass ich das jetzt gespoilert habe, aber ihr habt, glaube ich, eh schon ein Video gesehen. Und ihr seht auch dieses Tragevideo jetzt davon. Okay, also meine Patchwork-Jacke ist fertig mit Kapuze. Mit Zipfeln, also Zipfelkapuze, ne? Und unten eine Quaste dran. Ich bin fleißig gerade am Fäden von denen. Meine müssen natürlich noch weg, ein paar sind noch da. Und ansonsten mega cool, ne? Sehr, sehr cool. Also ich freue mich riesig drüber. Ich glaube, ich werde mal die Kamera umstellen. Und dann könnt ihr schon mal gucken. Ja, und da brauche ich halt noch, damit mein Mann dann die anderen Videos fertig schneiden kann, brauchen wir eben noch eine Aufnahme, ne? Ja, wer hat das Fahrrad im Wege gestellt und ihr seid ein bisschen zu hoch für diesen Schrank. Immer noch. So. Achtung, ich muss mal das Fahrrad wegräumen. Also. Das Ding ist ja, die Ärmel sind fast zu lang mit 5 Grannys, aber ich finde es trotzdem mega. Wartet mal, geht mal ein bisschen runter. Ich versuche immer oben das Mikrofon nicht anzupassen, weil mein Mann hat gesagt, dass man das hört. Also ich hoffe, dass die Aufnahmen draußen werden eben cooler. Die Kapuze kann man auch tragen. Es stehen keine Schultern ab, es ist also alles wunderschön. Ich mag sie. Ja, und sie ist jetzt fertig geworden. Ich habe ja gesagt, Mittwoch ist der Tag, wo sie fertig werden muss. Und sie ist jetzt fertig. Ich habe genau für meine Größe in Größe 36, bin 1,70, habe ich jetzt
wirklich komplett 2000 Meter verbraucht. Ja. Genau. Also, da wisst ihr Bescheid, ne? Falls ihr den auch machen wollt oder gerade den Adventskalender bei mir mitmacht oder wie auch immer, dann wisst ihr Bescheid, es wird was zum Anziehen und ich erkläre euch das alles aber in 4 Videos, Schritt für Schritt. Und die Videos sind ein bisschen lang geworden. Ja, aber ich wollte das halt alles so gut wie möglich erklärt haben. Genau, also Fäden vernähen muss ich hier noch. Dann habe ich mir was Neues zum Drehen mitgenommen, noch ein neues Video zum Drehen. Aber ob ich dazu komme, weiß ich jetzt offiziell gerade gar nicht. Ja, genau, also Park, Post, kurz arbeiten. Achso, und was ich erzählen wollte, wir werden den Laden schon etwas früher ausräumen. Wir haben uns dafür jetzt entschieden. Also ich muss ja bis zum 14. bis 19 Uhr arbeiten. Und wir werden auch genau am 19. anfangen, den Laden auszuräumen. Am 14. Ne? Habe ich jetzt 19. gesagt? Also am 14. werden wir anfangen. Dann haben wir den ganzen Freitag, den 15. und den Samstag, den 16. auch noch. Und dann sollte das Ding hier leer sein, dass ich dann bloß noch mal kurz zum Putzen kommen muss. Und ja, und den ganzen Kram dann schon zu Hause habe und eventuell dann auch die ganze Woche dran werkeln kann, dass unsere Wohnung ein bisschen, wenigstens ein bisschen ordentlich und wohnlich ist und Weihnachtsstimmung verbreitet. Nur ein bisschen. Weil es ist ja natürlich ein Haufen Zeug, was mitkommt. Ne? Und das muss ich erstmal. Ich muss mich erstmal sortieren, ich muss zu Hause alles sortieren und ich muss dann den Kram alles sortieren. Das heißt, für uns, morgen bringt mein Papa Umzugskartons mit, dass wir morgen wahrscheinlich schon mal ein bisschen hier packen. Das heißt, ein bisschen, ganz schön. Ne? Und dann geht das hier rucki-zucki, der Raum, die Räume hier ausgeräumt. Ne? Ja. Also wenn es nach mir ginge, könnten wir heute schon anfangen. Mein Mann hat gesagt, nein, machen wir nicht. Ja, okay, ihr Lieben, ich denke mal, ich mache hin und wieder die Kamera mal an. Ich mache jetzt mal gemütlich eine Kerze und koche mir einen Kaffee und dann packen wir unsere Adventskalender aus, also meine Adventskalender. Da bin ich wieder mit meiner Tasse Kaffee und bloß noch 15 Minuten Zeit, weil dann kommt der Kunde. So, wir fangen an mit meinem Duft-Adventskalender. Türchen Nummer 6 ist ein bisschen größer und war tatsächlich dabei. Kann immer mal passieren. Wie gesagt, ich habe bei meinen Adventskalendern auch immer Schiss, dass ich nicht irgendeinen Scheiß gebaut habe. Und da drinne ist... karamellisierter Zucker, Tanne und Bergamotte. So sieht aus. Das ist ja mein Duftwachskalender, für den, der das nicht mitgekriegt hat. Und das mache ich jetzt aber nicht auf. Das machen wir zu Hause nachher auf. Und verduften wir wieder ein kleines Stück. Da braucht man ja bloß ein kleines Stück von. Das hält also ein bisschen länger. So. Und von Katis Wollhäschen gibt es auch einen Adventskalender. Den machen wir mal auf. Und da drin lebt. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir meinen Kaffee gewartet. Ja! Und dann nochmal gleich 2 Packungen. Wir haben einmal das Coava. Ein kakaohaltiges. Getränkepulver mit koffeinhaltigen Guarana. Ja, wer sprechen kann, ist klar Protein. So ohne Zuckerzusatz und sehr, 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 sehr cool. Dankeschön. Und hier haben wir noch auch einen Coava. Und zwar der Vollmilchschoko. Aber ist trotzdem vegan. Das soll halt an Vollmilchschoko erinnern. Und gleich 2 Packungen hat sie mir davon reingetan. Oh, danke schön. Da freue ich mich, den trinke ich nachher auf jeden Fall. Ja. Also, ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank für die schönen Adventskalender. Ich freue mich riesig. Und ja, ich würde sagen, ich muss weitermachen.
Und wir sehen uns nachher. Ja, hi. Kleine Mittagspause, also wir haben es jetzt kurz vor 12. Ich mache gleich Mittagspause. Aber wir haben wieder Geschenke bekommen, Leute. Und da müssen wir reingucken. Das Ding ist ja, ist ja zur Weihnachtszeit, ne? Und ich habe ja zur Weihnachtszeit immer Geschenke gekriegt von meinen Kunden. Und oh nein, wir gucken mal. Marshmallows. Da freuen wir uns. Aber die Marshmallows, die sind toll. Die gibt es beim DM und die sind echt lecker. Ja. Ja, schaut es euch an. So, Marshmallows. Dann haben wir hier drin einen Proteinriegel. Den kriegen meine Männer. Können sie sich beide teilen. Und da ist noch mehr drin. Glutenfreie Dominosteine. Das finde ich auch gut. Glutenfrei, das ist das nächste, was ich mache, glutenfrei leben. Dem sagt mein Vater, jetzt isst sie gar nichts mehr. Doch. Und dann gibt es noch ein schönes Kärtchen. Ja. Guck mal, schön, oder? Mhm. Oh Gott. So süß. Das kommt auf jeden Fall auch in meiner Erinnerungskiste. Die Karten, die ich gekriegt habe, ihr wisst ja, die kommen jetzt gleich in meine Sammlung. Aber es tut mir leid, die Süßigkeiten kommen natürlich gleich mit nach Hause. Die warten nicht bis nächste Woche. Und die Karte packen wir nochmal aus. Ups. Und wandert. Achtung. So. Und mal hin. So. Und dann liegen da ein paar Kärtchen. Ja. Genau. Gut. Ich würde sagen, ich werde jetzt mein Mittagessen und dann werde ich noch ein bisschen mich ins Papierkram schmeißen. Und dann kommen noch zwei Kunden, zweimal Fußpflege. Und dann ist fürs Kosmetikstudio für heute Feierabend. Genau. Also, bis später. So, nochmal ganz kurz, bevor wir Feierabend haben und in den Park rausfahren. Ich habe noch Geschenke gekriegt. Und zwar ein Kalender. Einen sehr schönen Kalender. Guck mal, Termine muss ich erst mit meiner Couch absprechen. Ne? So sieht's aus. Das mache ich nächstes Mal. Termine mache ich jetzt bloß noch mit meiner Couch aus. Und dann kann man hier Termine reinschreiben. Genau. Süß, oder? Jo. Sehr süß. Dann hat sie mir auch ein... Habe ich euch eben fast... Habe ich irgendwas geleakt, was nicht geleakt hätte werden sollen? Da hat sie mir ihre Adresse draufgeschrieben. Und eine schöne Glückwunschkarte. Das werde ich mir auch gleich mit in den Kalender packen. Also das kommt jetzt nicht zu den Sachen da hinten, sondern das kommt gleich mit. Und jetzt hat sie mir eine Erinnerung reingepackt, damit ich sie nicht vergesse und tatsächlich. Und warum ich jetzt lache. Meine liebe Ina arbeitet nämlich bei der Sparkasse. Ich werde es tatsächlich nicht vergessen. Das werde ich mir so aufheben. Genau. Am besten mit ihren Kärtchen zusammen. Ach, ist ja süß. Okay, ich räume jetzt auf, räume alles zusammen. Und dann fahren wir im Park zwei Videos drehen, damit die vier Videos bearbeitet werden können und online kommen können. Im Übrigen ist sie fertig. Alles ist vernäht. Ja. Da saß ich jetzt auch neben der Abrechnung die ganze Zeit dran und ich bin super froh, dass es fertig ist. Okay, ihr Lieben, bis gleich. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind.
And I too was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. So, Aufnahme ist im Kasten, habt ihr gesehen? Gott sei Dank war das heute nicht so kalt, wie es sonst immer ist. Da bin ich ein bisschen zufrieden. Es ist ein bisschen viel Verkehr hier, das hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass hier so viele langgefahren kommen, aber naja, ein paar Aufnahmen konnte ich machen. Ich hoffe, dass das meinem Mann gefällt und ich da jetzt nicht nochmal losfahren muss und nochmal was aufnehmen muss. Ja. Ist eigentlich eine total schöne Location, aber das ist halt eine Durchfahrt, ne? Also, und ich hatte das jetzt so in Erinnerung, ich war schon ewig nicht mehr hier, dass man das eine Seite zu ist und die wollte ich halt nutzen, ne? Aber naja, so ging's auch. Also zwei Bestellungen habe ich in der Stunde jetzt noch fertig gekriegt. Zweimal die Decken. Einmal für Stefanie und einmal für Lisa. Das ist der Bommel und das ist Yin Yang. Und einmal Bommel ist angefangen. Ja, und dann muss ich noch eine Bestellung und dann bin ich erstmal wieder gut dabei. Was habe ich auch noch gemacht? Ich habe eine neue Bobble gemacht. Die muss ich aber noch abfotografieren. Bei Tageslicht. Und dann wird das eine neue Anleitungsbobble. Ja, genau. So sieht's aus. Das war's für heute. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir ein Däumchen, ein Abo und einen Kommentar da lasst. Und ja, morgen wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen.